Das ist Art Attack. Das ist Art Attack. Jetzt kommt Art Attack. Herzlich willkommen bei Art Attack, eurer großen Kunst- und Bastelshow. Wie immer könnt ihr natürlich alles, was ich euch heute zeige, ganz leicht auch selber basteln. Also, los geht's mit Art Attack. Heute möchte ich euch mal ein paar Freunde von mir vorstellen. Uli! Der ist ein bisschen schüchtern. Uli, jetzt komm schon! Hey, ja, ich bin ja schon da. Peace, Leute. Echt cool hier in eurem Bastelclub, Mann. Aber ich muss wieder los. Tut mir leid, tschö. Uli! Oh, Uli! Oh, ist der schon wieder weg? Oh, dieser Bart juckt vielleicht. Oh. Opa! Ach, jetzt ist der auch weg. Ihr habt's wahrscheinlich bemerkt, das war jedes Mal ich, nur mit einer anderen Verkleidung. Natürlich selbst gebastelt. Aber doch echt stark, was so eine Perücke ausmacht. Wollt ihr auch eine? Ich zeig euch, wie es geht. Das Wichtigste ist erstmal jede Menge Wolle. Entweder fragt ihr jemanden nach Strickresten, ansonsten gibt's Wolle im Kaufhaus ganz günstig in den verschiedensten Farben. Dann blast einen Luftballon auf, bis er ungefähr die Größe eures Kopfes hat. Knotet ihn zu und stellt ihn mit dem Knoten nach unten in eine Schüssel. Damit er stehen bleibt, klebt ihn an der Seite mit Klebeband fest. Der Ballon dient dazu, die Perücke in die richtige Größe und Form zu bringen. Als nächstes braucht ihr so eines hier, ein Orangen- oder Mandarinennetz. Die Mandarinen, die dürft ihr essen. Mit dem Netz macht ihr Folgendes. Schneidet es vorsichtig auf einer Seite so weit auf, dass ihr es wie eine Mütze auf den Ballon setzen könnt. Damit es nicht verrutscht, klebt es mit Klebeband fest. Für die Haare nehmen wir die Wolle. Schneidet jeweils einzelne Stücke ab, die doppelt so lang sind wie die gewünschte Haarlänge der fertigen Perücke. Jetzt knotet ihr die Wolle so ans Netz, dass zwei gleich lange Enden herunterhängen. Am leichtesten geht das, wenn ihr das Netz ein bisschen vom Ballon abhebt. Macht so eine Schlaufe, zieht die Enden durch und zieht das Ganze fest. Keine Angst, die einzelnen Haare müssen nicht exakt die gleiche Länge haben. So macht ihr jetzt immer weiter und versucht, so viele Maschen wie möglich mit Wollhaaren zu bedecken. Entweder nehmt ihr unterschiedliche Farben, nur eine einzige Farbe oder verschiedene Abstufungen von einem Farbton für die Haare. Diese Perücke bekommt mehrere Brauntöne. Ziel ist es, viele Lagen Wollhaare zu bekommen. Je mehr ihr knotet, desto besser. Vielleicht hilft euch ja jemand dabei. Zu zweit geht's natürlich schneller. Mit der Zeit seht ihr, wie die Haare auf der Perücke immer dichter werden. Wer richtig fleißig Wolle an das Netz knüpft, der hat irgendwann so etwas hier. Eine richtig schön volle Haarpracht. Und die könnt ihr jetzt noch zurecht schneiden und stylen, wie immer ihr wollt. Ihr seid schließlich der Friseur. Fertig ist eure neue Frisur. Ich glaube, ich sollte meine Haare ab jetzt immer so tragen. Mit der Wolle könnt ihr natürlich auch noch ganz andere Haarteile machen. Habt ihr Lust auf einen Vollbart? Dann schneidet euch zuerst mal so ein ovales Stück aus Pappe aus. Und das sollte genauso groß sein wie euer Mund. Und in der Mitte ist die Öffnung. Daran knotet ihr diesmal direkt die Wollfäden. Also nehmt euch immer einen, faltet ihn in der Hälfte, macht eine Schlaufe und zieht die beiden Enden durch. Ihr macht das natürlich so lange, bis die Pappe nicht mehr zu sehen ist. Und schon habt ihr irgendwann einen ordentlichen Vollbart. An den knotet ihr an der Seite entweder zwei Schnüre oder ein Gummiband fest. Und schon könnt ihr ihn anziehen. Und? Steht mir doch auch ganz gut, oder? Auf diese Art und Weise könnt ihr mal die verschiedensten Frisuren und Bärte für die nächste Kostümparty ausprobieren. Ich zeig euch mal meine kleine Auswahl. Oh, mit einer grauen Perücke und einem langen, zottligen Vollbart hat man mit einem Schlag gleich ein paar mehr Jahrzehnte auf dem Buckel. Aus einer riesigen Menge Wolle bekommt ihr eine coole Langhaar-Hippie-Perücke. Peace!
Hey, oder ihr findet die verschiedensten Wollreste und macht daraus eine knallbunte Partyperücke. Probiert's mal selbst. Bastelt euch verrückte Art Attack Partyperücken. Viel Spaß! Oh, was für eine modische Art Attack-Idee. Hallo, ich bin's wieder, euer Schlaukopf. Wenn ihr eure eigene Perücke basteln wollt, blast einen Luftballon auf, bis er so groß ist wie euer Kopf und knotet ihn zu. Klebt ihn mit dem Knoten nach unten in eine Schüssel. Als nächstes schneidet ein solches Netz auf, zum Beispiel von Orangen, und zieht es vorsichtig über den Ballon. Schneidet Wollfäden ab, die doppelt so lang sind, wie ihr sie später tragen wollt. Knotet sie an das Orangennetz, indem ihr den Faden in der Mitte faltet, die Schlaufe in eines der Löcher im Orangennetz steckt und die beiden Enden durchzieht. Je mehr Wollhaare ihr an das Netz knüpft, desto besser. Am Schluss könnt ihr die Frisur so stylen, wie sie euch gefällt. So bekommt ihr eine einmalige Verkleidung. Ah, natürlich könnt ihr jede Frisur basteln, die ihr wollt, egal in welcher Farbe. Ich finde, die hier steht mir einwandfrei. Oh, oh, so ist es auch gut. Oh. Alle Bilder kann man bekanntlich aus allem Möglichen machen. Und wer kann das ganz besonders gut? Klar, Neil, unser großer Künstler. Er nimmt ganz alltägliche Dinge und macht aus ihnen ein Art Attack Riesenbild. Wisst ihr, was ein Ornithologe ist? Das ist jemand, der sich mit Vogelkunde beschäftigt. Neil war neulich mit ein paar echten Ornithologen unterwegs, um in der Natur Vögel zu beobachten. Aber leider hatte Neil nicht sehr viel Glück und hat nicht mal eine Vogelscheuche gesehen. Also hat er sich dazu entschieden, auf seine Weise Vögeln zu begegnen. Schaut mal, was er macht und versucht herauszufinden, wofür er dabei dieses Kamerastativ braucht. Thank you.
Zum Glück hat Neil dann doch noch einen ganz besonderen Vogel gesehen. Einen seltenen Eisvogel. Und habt ihr gesehen, was er mit dem Kamerastativ gemacht hat? Klar, erst holt er es sich aus dem Zelt, dann nimmt er es mit, legt es auf sein Bild und schon wurde daraus ein Teil des Schnabels. Einfach clever. Beim Malen von Leuten ist es immer ganz schön schwierig, die Kleidung so hinzubekommen, dass sie realistisch aussieht. Ich habe ein paar Tipps für euch. Dieses Bild hier zeigt ein glückliches Brautpaar am Tag ihrer Hochzeit. An diesem besonderen Tag tragen sie natürlich ganz besonders schöne Kleidung. Hier hinter dem Vorhang schaut noch einer der jüngeren Hochzeitsgäste um die Ecke. Im Moment sehen die Kleidungsstücke aber noch ziemlich platt und unrealistisch aus. Das wollen wir jetzt schleunigst ändern. Fangen wir mit dem Bräutigam an. Er trägt natürlich ein Hemd mit Kragen und um den Hals hat er eine Krawatte gebunden. Sein Jackett hat ein elegantes Revers und mehrere Taschen. Ein paar Knöpfe dazu. Und jetzt die ersten Falten an die Arme. Die Hose hat solche Bügelfalten und Aufschläge. Der Bräutigam könnte so schon an den Altar treten. Nur am Brautkleid müssen wir unbedingt noch was tun. Diesmal dürfen es ein paar mehr Falten sein. Der Stoff sollte so ähnlich fallen wie diese Vorhänge im Hintergrund. Also zeichnet ähnliche Linien von oben nach unten auf das Kleid. Dieser Trick funktioniert bei allen längeren Kleidungsstücken, also auch bei Wintermänteln und wallenden Abendkleidern. Ein Hochzeitskleid ist natürlich mit Rüschen und einer Spitzenborte geschmückt. Den fast durchsichtigen Brautschleier, den malt ihr ganz leicht über das Gesicht, sodass man alles darunter noch erkennen kann. Das Hochzeitspaar sieht jetzt richtig gut aus. Bei dem kleinen Jungen lassen wir mit ein paar einfachen Tricks die Kleidung ausnahmsweise schmuddelig aussehen, wie bei einem richtigen Lausbub. Die Umrisslinien dürfen also auf gar keinen Fall so ordentlich aussehen. Malt überall ein paar Knitter und Falten dazu. Auf dem Kopf trägt der Junge ein umgedrehtes Baseballcap. Der Kragen sitzt ein bisschen schief und die Bündchen am Pulli sind schon ein wenig ausgeleiert. Weil der Pulli total verwaschen ist, kann man den Aufdruck vorne drauf fast gar nicht mehr erkennen. Und leider trägt er bei diesem festlichen Anlass auch keine eleganten Schuhe, sondern seine alten Turnschuhe. Die Trauung kann beginnen. Probiert's mal selbst. Lasst Kleidungsstücke auf euren Bildern realistischer aussehen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Oh, was für eine einmalige Idee, platte, unecht aussehende Kleidung viel realistischer wirken zu lassen. Ich bin gleich noch einen Schritt weiter gegangen. Wollt ihr mal sehen? Bezaubernd, findet ihr nicht? Sehr schön. Oh, danke. Ihr wisst bestimmt alle, dass die meisten Künstler auf Leinwänden malen, die auf extra angefertigten Holzrahmen gespannt sind. Da Leinwände zu kaufen sehr teuer ist, basteln wir uns bei Artetek die Leinwand natürlich selbst. Und zwar hiermit, mit einem alten Geschirrtuch. Und das spannen wir nicht auf einen Holzrahmen, sondern auf ein Stück Pappkarton. Wichtig ist natürlich, dass das Geschirrtuch sauber ist. Gegebenenfalls wascht ihr es nochmal aus und lasst es trocknen. Der Pappkarton
sollte ein bisschen kleiner sein als das ausgebreitete Geschirrtuch. Jetzt geht's ans Aufspannen. Pinselt eine Seite der Pappe komplett mit weißem Bastelkleber ein. Macht das am besten mit einem großen Pinsel. Jetzt legt darauf das Geschirrtuch. Jetzt dreht das Ganze um und streicht die Ränder der Rückseite wieder mit Bastelkleber ein. Darauf faltet ihr dann das überstehende Geschirrtuch. Das macht ihr auf allen vier Seiten. So wird die Vorderseite später schön glatt. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch Klebeband zur Hilfe nehmen. Lasst den Kleber richtig gut trocknen und schon sieht das Ganze so aus. Das Tuch ist straff über die Pappe gezogen und man sieht keine Falten mehr. Weiter geht's mit einem ganz besonderen Bastelmaterial, löslichem Kaffee. Bestimmt habt ihr ein bisschen was davon zu Hause. Und mit dem macht ihr Folgendes. Mischt etwas Kaffeepulver mit Wasser und grundiert damit eure Geschirrtuchleinwand. Pinselt sie komplett mit der Kaffeemischung ein. So bekommt sie eine Original-Leinwandfärbung. Legt am besten etwas Zeitung unter, falls mal was daneben geht. Wenn ihr die Leinwand komplett damit angemalt habt und die Grundierung getrocknet ist, sieht sie so aus. Eine richtige Künstlerleinwand. Als nächstes entscheidet ihr, was für ein Kunstwerk da drauf soll. Frühere Künstler haben oft Familienbilder, Freunde oder sogar Selbstporträts gemalt. Besonders gut sieht es aus, wenn ihr das Bild so macht, dass man meinen könnte, es wäre aus dem vergangenen Jahrhundert. Wie wär's mit einem Porträt eines Urahns unseres großen Künstlers Neil? Zeichnet dazu zuerst mal eine ganz grobe Skizze vor. Man sollte eine gewisse Ähnlichkeit zu Neil erkennen können. Die Skizze muss aber überhaupt nicht besonders gut sein, denn immerhin liegen zwischen den beiden ja schon einige Generationen. Da Nils Vorfahr in einer anderen Zeit gelebt hat, verpassen wir ihm jetzt noch ein paar typische Kleinigkeiten. Erstmal bekommt er eine richtig altertümliche Langhaarfrisur. Früher hatten Männer wirklich ganz oft lange Haare. Dann bekommt er noch einen ordentlichen Bart. Oben ein eleganter Schnurrbart, unten ein spitzer Kinnbart. Die Klamotten werden natürlich auch altertümlich. Dazu könnt ihr euch ein paar Ideen aus Geschichtsbüchern holen. Wenn ihr beim Vorzeichnen einen Fehler macht, ist das überhaupt nicht schlimm. Beim Anmalen könnt ihr alles wieder ausbessern. Wenn ihr mit dem Entwurf fertig seid, könnt ihr ihn anmalen. Und anstatt dafür teure Ölfarben zu benutzen, nehmen wir Plakatfarben oder andere Farben, die gut decken. Damit es aber aussieht wie ein echtes Ölgemälde, verwendet die Farbe richtig schön dick. Dadurch, dass man den Stoff des Geschirrtuches durchsieht, bekommt ihr eine tolle Leinwandstruktur. Ihr benutzt natürlich die Farben, die euch am besten gefallen. Wenn ihr alles angemalt habt und die Farbe getrocknet ist, sieht es so aus. Ein tolles altertümliches Gemälde von einem Ururahn von Neil. Mit dem passenden Rahmen sieht das Bild natürlich noch wertvoller aus. Den habe ich einfach aus Pappe ausgeschnitten, mit verschiedenen Nudeln beklebt und golden angemalt. Fertig ist das Meisterwerk. Und hier seht ihr noch ein äußerst wertvolles Bild von meinem italienischen Urahn Benedetto Artatacco. Verblüffende Ähnlichkeit, nicht wahr? Probiert selbst. Meisterwerke auf Geschirrtuchleinwänden. Und jetzt seid ihr dran. Holt eure Mal- und Bastelsachen raus und legt los. Das war's leider für heute. Viel Spaß beim Basteln. Bis zum nächsten Mal bei Artetech. Tschüss!